Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Was ich gerade mache, ist eigentlich relativ dumm, aber ich erzähle euch auch warum. Also, ich glaube, ich hatte in der letzten Folge, die ich veröffentlicht habe, gesagt, dass mein Xbox 360 Controller plötzlich einen Wackelkontakt bekommt. Den habe ich jetzt schon mehrere Jahre. Ich habe einen mit Kabel, weil ich keine kabellosen mag. Deswegen habe ich einen Xbox 360 Controller mit Kabel am PC verbunden. Den habe ich, weiß ich nicht, wie viele Jahre schon, aber irgendwann gehen die halt leider kaputt, wie es aussieht. Und der hat jetzt einen Wackelkontakt. Jetzt im Nachhinein fällt mir so ein, es wäre eigentlich ziemlich schlau, wenn ich zwei Xbox 360 Controller immer hätte, also einen, mit dem ich zock und einen auf Lager, wenn mal einer kaputt geht. Fällt mir jetzt im Nachhinein so ein. Ich habe jetzt leider nur einen bestellt. Einen neuen habe ich bestellt für, ich glaube, 30 Euro. Ich glaube, ein Xbox One Controller kostet 60 Euro oder so. Habe ich keinen Bock drauf. Außerdem sieht er auch anders aus und da muss ich mir erst wieder an den neuen Controller gewöhnen. Der Xbox 360 Controller gefällt mir. So, das Ding ist jetzt, wir gucken erstmal, was sind das für ein Turnier. Okay, es gibt kein geiles Pack am Ende, deswegen spielen wir das auch nicht und machen oder versuchen ein Online-Saisonspiel. Und was wollte ich sagen? Genau, und ich wollte jetzt, also ich habe schon mal versucht, ein Spiel aufzunehmen mit dem neuen Lewandowski, was dann dazu geführt hat, dass wir jetzt ein Spiel mit ihm gemacht haben, aber keine Tore und keine Vorlagen. Ja, warum? Weil es hat nicht so richtig funktioniert mit dem Controller, der immer abgekackt ist. Das hat dazu geführt, dass können jetzt eigentlich die Mannschaft wieder wechseln und zwar auf Bundesliga. Das hat dazu geführt, dass die Aufnahme nicht verwertbar war, weil das Ding ist, nicht nur, dass es einen Wackelkontakt gibt, wenn es ganz blöd läuft, dann führt der Wackelkontakt nämlich zu einem Bluescreen. Die Jüngeren unter euch wissen vielleicht gar nicht, was es ist, aber ein Bluescreen bedeutet, der PC ist abgestürzt, bla bla bla. Gibt irgendeine Fehlermeldung. Und genau dieses Problem ist aufgetreten bei den Wackelkontakten mit diesem Controller. Und deswegen existiert die letzte Folge nicht. Also ich könnte sie quasi veröffentlichen, aber es ist halt Schwachsinn, da ist halt nichts Spannendes passiert. Und wurde dann halt leider abgebrochen. Und dementsprechend haben wir jetzt ein Spiel verschwendet mit Lewandowski. Aber es war ja, wie gesagt, kein wichtiges Weekend-League-Spiel oder sowas. Deswegen nicht wirklich schlimm. Mein Controller müsste heute noch ankommen, das heißt, heute Abend spätestens kann ich wahrscheinlich mit neuen Controller spielen. Trotzdem habe ich gerade Bock, ein Spiel oder zwei Spiele zu machen, weil wir Lewandowski testen müssen. Bis zum nächsten Team of the Week, weil da dann wieder ein Stürmer drin ist, den ich sonst statt Lewandowski mal spiele, falls er nicht funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Bundesliga regenerieren. Ich könnte jetzt entweder wieder Teamtraining-Objekt einsetzen und auf die Fitnesskarten gehen, aber das ist natürlich einfach Geldverschwendung, deswegen machen wir jetzt einfach ein beziehungsweise zwei Spiele League A. Ich muss noch mal gucken, ob auf der, hä? Ich muss noch mal gucken, ob der auf der anderen Bank alle Spieler sind, die ich brauche. Deswegen machen wir jetzt einfach ein oder zwei Spiele mit der Liga A und dann ist halt Lewandowski und die Bundesliga regeneriert und dann können wir als nächstes dann wieder zwei Spiele mit der Bundesliga machen, muss ich kurz überlegen. Irgendein Spieler davon, der nicht mehr gebraucht wird. So. Perrin. Müller nehmen wir als Wechselspieler, das heißt, wir brauchen Bellarabi nicht. Dann fällt mir gerade ein, Dembele, weil er ja als 85er einfach mal 96 Pace auf der Karte stehen hat, braucht auch kein Engine mehr. Da kriegt jetzt Maestro und ich glaube, ich habe keinen Maestro mehr. Marksman. Ja, ich habe keinen Maestro mehr. Okay, dann gehen wir den mal schnell kaufen. Vielleicht schaffen wir auch nur eine Folge, weil ich jetzt ein Spiel. Vielleicht schaffen wir auch keins, weil wieder irgendwas abstürzt. Aber falls, dann schaffen wir wahrscheinlich nur ein Spiel, weil jetzt wieder eine Stunde lang Haufen andere Sachen machen muss. Chemistry Style. Qualität ist egal. Wir schauen mal nach Shadow. Ach nee, wir haben nur 7.920. Vielleicht ist Marksman so teuer, Maestro so teuer, dass wir uns dann Maestro nicht mehr leisten können, wenn wir uns Shadow für 5.000 kaufen. Okay, es ist sehr preiswert. Ich muss aufpassen, dass ich meine Hand mit dem Controller nicht zu krass bewege, damit es halt keinen Wackelkontakt gibt. Das ist ein bisschen ungewohnt. Das heißt, ich kann auch nicht meine coole Körperhaltung einnehmen, wobei ich versuch's mal jetzt schon. So, okay, es gab keinen Wackelkontakt, das hätte ich gehört. 650 einmal.
700 ist eigentlich auch nicht so teuer. Ich werde mir Maestro nochmal kaufen. Für 700. Es geht der Dreck wieder los, dass mich das immer wieder resettet. Fällt mir gerade ein, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn wir schauen, ob irgendeiner preiswert ausläuft. Wir brauchen ja, so sagen wir mal, Maxpreis 600. Vielleicht bekommen die ja ein bisschen billiger. Wir haben ja jetzt keinen Stress. Wir können ja einfach so drauf bieten. 250, gehen wir mal. Nein, nicht für 5000 kaufen. Hä? So, nehmen wir mal. Der billigste war 700, ja, nehmen wir mal 600. Ich will die auch bekommen. Denke, 600 ist echt ein guter Preis. So, ich werde mal auf 5 drauf bieten. Werde eh nicht alle bekommen. So. Gut, da haben wir das. So, jetzt gehen wir wieder rein. Geben. Das Geile ist halt, dadurch, dass jetzt Dembele so schnell ist, braucht er halt einfach keinen Pace Boost und bekommt jetzt mit Maestro halt noch einen Schuss Boost. Das heißt, sein Abschluss, der eigentlich schon ganz okay war, muss ich sagen, wird jetzt einfach noch geiler. Maestro. Und ja, das sollte er jetzt noch gefährlicher werden und noch mehr an Reus rankommen. Gut, haben wir noch jemanden vergessen? Ja, wie gesagt, Bellarabi brauchen wir nicht. Da muss jemand anderes fehlen. Ich glaube, ich weiß auch, wer fehlt. Und zwar. Ich weiß es nicht, wer fehlt denn jetzt? Irgendjemand fehlt. Tolisso fehlt. Aber ich will mal nachgucken, ob es noch jemanden gibt, der fehlt. Ich glaube aber nicht. Hatte ich euch das schon erzählt, dass ich Lewandowski gekauft hatte und dafür, ich weiß nicht, war das in der Aufnahme drin, die dann abgebrochen ist, oder war das in der vorletzten Aufnahme, die ihr, also in der letzten, die ihr gesehen habt? Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe Verratti verkauft, ich erzähle es nochmal ganz kurz, falls ich es vergessen hatte. Ich habe Second Info Verratti verkauft in der Ligue A, weil ich hatte ihn mal für 90, 93.000 gekauft und konnte ihn jetzt für 165.000 verkaufen, also wieder mit sehr viel Gewinn. Und Verratti wird halt auf jeden Fall auch irgendwann jetzt noch die dritte Info bekommen. In eurer Zeitlinie hat er die vielleicht schon bekommen. Und dann würde er halt wieder massiv im Wert sinken. Das heißt, dadurch, dass ich ihn jetzt schon verkauft habe, den Second Info von Verratti, habe ich halt noch gut Gewinn gemacht. Und es ist halt kein tragischer Verlust, weil ich kann jetzt im Endeffekt mit Gonalons und Tolisso spielen. Ich glaube, Tolisso ist insgesamt, obwohl er nur eine Inform ist und ein 83er, der komplettere Spieler im Vergleich zu Verratti, weil er halt auch defensiv sehr stark ist. Verratti ist halt defensiv nicht ganz so stark, weil er sehr, sehr klein ist, weil er nicht so eine Körperstärke hat und halt generell nicht so die Defensivwerte. Und Tolisso hat halt alles. Er ist im Spiel nach vorne gut, im Spiel nach hinten, guter Ballverteiler. Und aus diesem Grunde denke ich, dass Tolisso halt der bessere Ersatz ist für Verratti. Natürlich wäre Verratti auch nicht schlecht. Und das Ding ist, wenn ich Verratti und Tolisso spielen lasse, das sind halt beides keine klassischen Sechser. Tolisso ist mehr ein Sechser als Verratti, aber sind beide keine klassischen Sechser. Und sie haben auch beide hohe Arbeitsraten im Angriff und in der Verteidigung. Das heißt, die rennen den ganzen Tag hoch und runter. Gonalons ist halt ein total klassischer Sechser, ein mega geiler, krasser Abräumer hinten. Und er hat halt nur hohe Arbeitsraten in der Verteidigung und Mittel im Angriff. Und ich denke, dass ich dadurch ein ausgeglicheneres Mittelfeld habe, wenn ich einen Abräumer habe und einen spielenden oder quasi einen Spielemacher als Sechser. Und deswegen habe ich gedacht, ist es gar nicht schlimm, wenn ich Second Info Verratti verkaufe, habe ich trotzdem ein geiles Mittelfeld. Vielleicht passt das so sogar besser mit Tolisso und Gonalons als mit Tolisso und Verratti. Und ja, das ist eigentlich der ganze Zauber, den ich erzählen wollte. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Was hat denn der schwache Fuß? Schwacher Fuß, ne, da muss der also links bleiben. Aber ich will natürlich, dass Gonalons hinten bleibt, das heißt Spieleranweisung. Hinten bleiben bei Angriffen. Das ist korrekt. Hinten bleiben bei Angriffen. Ach ja, das hatte ich ja bei beiden eingestellt, bei Verratti und Tolisso, damit halt nicht beide vorrennen. Jetzt darf der wieder mit vorrennen, weil der Gonalons hinten bleibt. Dann schauen wir nochmal auf die Spielerrollen.
Die Maria, da hatte ich Valbuena genommen, weil mir da besser gefällt. Bei Eckstößen. Ist auch nicht so groß. Kurzer Freistoß, langer Freistoß. Elfmeter Falcao, Kapitän. So, wir brauchen, also ich würde mich auch gar, ehrlich gesagt gar nicht ärgern, wenn Lewandowski nicht funktioniert, weil ich brauche eigentlich Kohle. Ich brauche eigentlich Kohle für meinen normalen Lacazette, wobei es ist auch merkwürdig, mit einem normalen Lacazette zu spielen, wenn man schon mal die Inform hatte, muss ich zugeben. Und wenn ich Lewandowski verkaufen könnte, weil er nicht funktioniert, der bekommt jetzt, glaube ich, auch wieder. Moment mal, das ist auch schon wieder falsch. Lewandowski bekommt jetzt auch, glaube ich, wieder die nächste Inform. Das hat den Vorteil, dass. Wieso fehlt denn Dembele? Das hat auch den Vorteil, dass. Er nicht in den Packs gezogen werden kann. Also vielleicht wird dann Lewandowski jetzt sogar ein bisschen teurer. Und ich kann ihn wieder mit ein bisschen Gewinn verkaufen. Das wäre auch nicht schlecht. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Wen brauche ich denn jetzt? Lewandowski fehlt noch. So. Müller als Wechsler. Ich glaube, dann haben wir alle. Und danach den 90er wechseln. Ja. Genau, wenn ich Lewandowski verkaufen würde, hätte ich halt kein Problem. Hätte, könnte ich mir auf jeden Fall den normalen Lacazette kaufen für 50.000. Also die Kohle für Lacazette bekomme ich auch so hin, durch die 35.000 Belohnung Weekend League. Danach die 7.500, die wir jetzt hier hoffentlich bekommen beim Klassenerhalt. Oh, da haben wir dieses Geld eigentlich fast schon zusammen. Und dann habe ich auch noch ein, zwei Spieler im Verein, die ich rein theoretischerweise verkaufen kann, logischerweise. Aber will ich halt nicht unbedingt machen. Und das Problem ist halt auch eigentlich auch, dass wir im nächsten Team of the Week, da ist halt nicht nur ein Spieler drin, den ich gerne hätte und der auch relativ teuer ist, sondern da sind es halt schon, oh, gegründet Februar 2017, spielen wir nicht, weil es ist auf jeden Fall ein Abbrecher. Da ist halt nicht nur ein Spieler drin. Ich will jetzt nicht sagen, wer, weil in eurer Zeitlinie existieren die sowieso schon. Lasst euch dann einfach überraschen, falls ich mir die kaufe. Und da gibt's halt, also aus dem Kopf weiß ich jetzt, zwei, drei, glaube ich, drei Spieler wieder. Und die werden halt wahrscheinlich alle ziemlich teuer sein. Man muss sich mal gucken. Einer ist für die Liga A auf jeden Fall. Einer ist für die Bundesliga. Ich glaube, es ist noch einer aus der, ja, es sind zwei aus der Bundesliga auf jeden Fall. Ich glaube, zwei Stürmer. Dann ein aus der Liga A. Kein Stürmer, sondern Mittelfeldspieler. Es wird halt schwierig, mir die alle kaufen zu können. Wobei ich glaube, zumindest der eine Stürmer aus der Bundesliga, der wird im Laufe der Zeit relativ billig werden. Den werde ich mir wahrscheinlich sowieso nicht direkt am Start kaufen, weil ich glaube, da wird dann halt im Laufe der Zeit, was einfach zu viele interessantere Bundesliga-Stürmer gibt, wird er. Oh Moment, war da jetzt 2017? Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet. Naja, komm, die Trikots gefallen mir auch nicht zu 100% und ich. Weiß nicht mehr, ich habe nicht darauf geachtet, was für ein Gründungsjahr das hatte, deswegen gehen wir lieber direkt wieder raus. Ja genau, der eine Stürmer aus der Bundesliga wird super preiswert werden. Dann der eine Spieler aus der Liga A wird vielleicht auch preiswert werden, das weiß ich nicht genau. Das ist echt schwer einzuschätzen. Der ist halt relativ schnell wieder mal, deswegen mal schauen. Aber der ist auch nicht ganz so schlimm, der ist nicht ganz so wichtig. Also da glaube ich auch nicht, dass der auf der Position, für den ich mir die holen will, dass er da jemanden verdrängen kann. Das wäre halt einfach nur mal ein Test. Dann der eine von den beiden Stürmern aus der Bundesliga, glaube ich auch nicht, dass der geiler ist als ein Lewandowski oder ein Man of the Match Stindl oder sowas. Mir fällt jetzt auch im Nachhinein ein, ich war ja so begeistert von Modest eigentlich, und dann ist mir aber jetzt wieder eingefallen, von den Toren, die er gemacht hat, dass er auf 0,5 Scorerpunkte gekommen ist. Ich habe wieder nicht aufs Gründungsjahr geachtet. Fuck man, na gut, jetzt ist egal. Ja genau, von den. Okay, ich glaube, der spielt. Von den Toren, die er gemacht hat, neun oder so, weiß mal, wie viele das waren ja drei Stück Elfmeter. Das war ja gar nicht so geil, seine Scorerwerte, weil Elfmeter sind halt einfach nur Elfmeter, die zählen halt eigentlich nicht. Klar zählen sie, was die Zahlen angeht, auf dem Papier zählen sie, ich rechne die auch immer mit rein. Aber wenn es halt darum geht, ob ein Stürmer geil ist am Anfang, ich glaube, das ist dann halt einfach scheißegal. So, jetzt aber konzentrieren. Ich hoffe, ich kann trotzdem.
konzentriert und gut spielen, auch wenn es nur Liga ist und keine Weekend League. Aber ich habe eh das Gefühl, dass in der Liga tendenziell die Gegner schwächer sind als in der Weekend League. Ja, aber konzentriert spielen, nach vorne, nach hinten, in der Mitte. Boah, ich sitze so unentspannt da mit dem Controller, das nervt mich gerade. Nicht schlecht. Schade. Hat eigentlich keine schlechte Situation, um zum Schuss zu kommen. Schade. Da habe ich nicht mehr geschafft, mich vom Gegner wegzudrehen. Boah, das war knapp. Das ist auch dumm von mir. Und in dem Moment, als ich es gemacht habe, war mir auch klar, dass es dumm ist. Das war ein richtig, richtig krasser Fehler. Wenn der bestraft worden wäre, wäre es 100% meine Schuld gewesen. Ich wusste nicht, dass er wegrennt. Ich habe ihn nicht in den Lauf geschickt. Wenner zieht nicht ganz so vorbei hier in der Runde, also in dem Spiel, wie er es teilweise kann. Wahrscheinlich hat der Gegner da relativ schnelle Außenspieler, wo halt leider dann ein Wenner nicht mithalten kann. Er ist halt nicht der Schnellste. Schade. Ich finde es, also jetzt gerade finde ich es halt einfach nur amüsant und nicht nervig, aber es finde ich schon wieder amüsant, wie halt wirklich wieder jeder Schuss geblockt wird. Gerade auch Distanzschüsse. Sind wir Falcao nicht der Schnellste? Ich werde jetzt auch Falcao so lange weiterspielen, bis ich halt Lacazette mir leisten kann, weil der jetzt keine Experimente macht und ich bin ja auch nicht so unzufrieden mit ihm. Nur nicht so zufrieden wie mit Lacazette war das alles. Schade. Schöner Pass, schlechter Abschluss. Hat er natürlich ein bisschen Glück gehabt, wie er an den zweiten Ball gekommen ist, aber an sich dann halt ein sehr guter Pass in die Spitze. Also ich dürfte mich nicht beschweren, wenn jetzt hier schon 1-0 stehen würde, aber das war halt auch ein schlechter Abschluss. Also den hat er schlecht gewählt. Das hat man auch gesehen. Oh, und das war natürlich eine Horrorgrätsche, die war richtig schwach. Schade. Da wurde es dann leider einfach zu eng für Draxler. Vielleicht hätte ich ja selber den Schuss suchen müssen. Ich wollte halt nochmal abspielen. Nice, wie sich Marquinhos hier gegen Icardi durchsetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, Icardi hat nicht den krassesten Körper, aber es ist, glaube ich, die dritte Inform gewesen von ihm.
Ja, das muss ich mir auch abgewöhnen, da immer zu versuchen, einfach drüber zu rennen. Gerade mit jemandem wie Wild Buena, da wird es meistens nichts. Sollte nicht auf ihn gehen, der Pass, sondern auch Aurier. War halt richtig viel Platz, da ziehe ich gerne mal einen auf. Wenn man die Zeit hat, dann kommt die halt auch einfach viel besser, aber in dem Fall hat es leider nicht gereicht. Schade, Konter geklaut, aber ich glaube, der wäre eh nicht weiter raus geworden. Der Gegner hat zwei Situationen gehabt, wo er gefährlich vors Tor kommt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so entspannt da sitzen und meine Top-Leistung abrufen. Es schränkt mich schon teilweise ein, dass ich jetzt hier immer die Angst haben muss, dass mein Controller aussetzt. Ein schöner Pass in den Rücken. Also die Ecken sind auch in letzter Zeit so ungefährlich gekommen, dass zeitnah was von eine riesige Varianz da drin ist. Manchmal hat man aus 10 Spielen 3 Tore oder in 10 Spielen 3 Tore oder von mir aus sogar aus 10 Ecken vielleicht 3 Tore und dann hat man wieder 100 gefühlte Ecken und kein einziges Tor. Oh, erstens schönes Tor von Draxler, zweitens aber auch, dass ich wirklich die Eier hatte, jedes Mal noch einen Pass weiter zu spielen und nicht direkt zu schießen. Ich hatte halt Angst, dass Draxler im Abseits steht, aber ich dachte mir, er steht einfach am besten. Und ich glaube, das habe ich in letzter Zeit auch zu wenig gemacht, dass ich dann einfach nochmal weiter leide und nochmal weiter leide und nochmal weiter leide. Weil der Gegner orientiert sich ja immer auf den aktuellen Ballführer. Klar, wenn du weiter leidest, kann halt auch immer mal ein Pass an dem Gegner hängen bleiben, aber der Gegner orientiert sich immer am Ballführer und rennt dann halt mit immer mehr Spielern quasi auf den Ballführer drauf, bis dann halt irgendwann, wie in dem Fall Draxler, einer frei steht. Und dann kannst du halt einfach flach den einschieben. Und da ist es dann halt auch egal, also egal ist es nicht, aber dann ist es meistens egal, gut man zielt, weil in dem Fall wollte ich natürlich ins lange Eck schießen und er schießt aber ins kurze Eck flach. Was ja erstmal egal ist. Oh, und wieder probiere ich es da einfach über Dribbling und Rennen zu machen und es klappt halt einfach nicht. Weil Brenner, wie gesagt, auch nicht den Körper dafür hat. Schöner Pass auf die Maria, aber dann nimmt die Pace nicht gut mit. Da war aber auch alles voll, ey. Ich glaube, ich guck mal, wie meine Spieler aussehen, meine Wechselspieler. Müller, Ribéry, ja, die haben halt nicht so viel Power und ich will ja keine Fitnesskarten mehr verwenden. Deswegen, es steht 1-0, der Gegner ist nicht so schwer, hat jetzt keine krassen Chancen gehabt, außer halt zwei, wo ich halt wirklich. Nee, ich glaube, das eine war einfach nur Glück, wie er nochmal an den Ball kommt und die andere Chance habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ansonsten habe ich ihn, denke ich, ganz gut im Griff. Schauen wir mal. Ich denke, das geht auch so. So, Tolisso war in dem Spiel jetzt nicht so auffällig, muss ich zugeben. Mal so nebenbei. Aber auch Gonalons nicht. Also es sind mir jetzt beide nicht so krass positiv aufgefallen. Bei Tolisso habe ich nur gemerkt, dass er ständig vorn mit agiert, aber es darf er ja auch. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich dann irgendwann wieder sage, er ist mir dann doch ein bisschen zu offensiv.
Ich nehme ihn nicht aus dem Team raus, sondern ich gebe ihm halt auch die Anweisung, dass er hinten bleiben soll. Weil das hat eigentlich mit Verratti und Tolisso ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und da ist mir Tolisso auch mehr nach vorn positiv aufgefallen. Draxler ist echt ein ziemliches Biest, muss ich zugeben. Als Once to Watch ZOM ist er echt, geht ziemlich ab. Ich freue mich jetzt schon auf seine. Ist eigentlich ein Elfmeter. Das war ein Elfmeter. Ich weiß zwar auch nicht, warum Falcao wieder nicht direkt schießt, weil das habe ich eigentlich gedrückt, aber ist egal, war dann trotzdem ein Elfmeter. Und es wäre eigentlich ein Scorerpunkt für Draxler gewesen, wegen Vorlage, aber egal. Ja, Draxler geht ziemlich ab. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Info, wenn er dann quasi die zweite Info bekommt. Oh, ich dachte, er fällt wieder drauf rein, macht er nicht. Oh, er steht jetzt auf jeden Fall offensiver. Ja, wieder so eine Annahme mit der Brust in den Rücken, sodass ich im Endeffekt nichts machen kann. Also mit der Pace. Abate hat er, deswegen ist er auch so schnell. Gott, wenn Falcao grätschen könnte, wäre der Ball unser gewesen. Ah, danke. Was, Tolisso? What? Der kann doch grätschen. Schade. Oh, schon wieder so ein zweiter Ball, wo er mega Glück hat. Wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, aber auch, ich glaube, wenn wir unentschieden spielen, haben wir automatisch die Klasse gehalten. Wir können, glaube ich, keinen Titel mehr holen. Oh, in den Lauf. Das war ein gelupfter Ball in den Lauf. Und der spielt ihn halt im Endeffekt nicht in den Lauf, sondern einfach. Ach die Scheiße. So schlecht, dass er den direkt schießt. In der Mitte stand halt ein Spieler von ihm frei. Deswegen habe ich auch ach die Scheiße gesagt. Weil ich dachte, wenn er den jetzt anspielt, war es das halt. Es steht 1-1. Sollte eigentlich rübergehen auf die Maria. Haben wir gerade das Leben wieder selber schwerer als es sein muss. Aber ich bin noch ein bisschen verkrampft. Krasser Pass, jetzt muss es aber fallen. Oh mein Gott, also ganz ehrlich, mittlerweile ist es absolut verdient, dass ich führe. Nicht weil ich so viele gute Chancen hatte, sondern weil er drei riesengroße Chancen. Das war jetzt auch ein ultra einfaches Tor. Er hat ja auch gute Spieler, Second oder Third in vom Icardi, glaube ich. Also wenn er da die Tore nicht macht, sorry, aber. Dann ist es auch nicht verdient. Das ist ein Foul an Draxler, da ist es durch gewesen. Aber wie gesagt, Falcao hat meiner Meinung nach auch einen Elfmeter nicht bekommen. Also es passt schon. Ja, sorry, aber wenn er die Chance nicht macht. Aber mir wäre es auch egal gewesen. Es war nicht meine Top-Leistung, ich hätte besser verteidigen können. Aber ich, wie gesagt, ich sitze hier ein bisschen verkrampft da, das merke ich. Und Draxler macht da weiter, wo er aufgehört hat. Also er ist wirklich sehr gut und ich werde ihn behalten. Er ist halt super wertvoll, er ist sehr teuer. Aber das Schöne ist, er wird halt nicht an gewinnen, an Wert verlieren, sondern er wird halt steigen. Sobald er die nächste Info bekommt, wird er wahrscheinlich vielleicht sogar auf 500.000 gehen. Das Ding ist halt, das ist fast egal, weil ich werde ihn wahrscheinlich nicht verkaufen. Also, ich habe sogar noch Second Info im Budebu bei mir im Team sag ich schon, im Verein. Und ja, vielen Dank. Und ich habe den bisher noch nicht getestet, aber warum soll ich den testen, wenn ich Traxler habe jetzt? Schade halt, dass es ein neuer Draxler ist.
glaube, drei Spiele stimmt auch nicht. Zwei Spiele, zwei Scorerpunkte ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er in den vorhergehenden, ich glaube, vier Spiele gehabt oder drei und fünf Scorerpunkte oder so. Also er dreht schon anständig durch. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt noch Second In von Budebu. Hat einen besseren Schuss, hat einen besseren Pass, schlechteres Dribbling, bessere Physis. Hat halt eine Second In-Form. Vielleicht sollte ich ihn doch mal testen, einfach aufgrund der Tatsache, weil er halt, also weil ich mit seiner normalen Karte zufrieden war, mit seiner In-Form-Karte extrem zufrieden war. Und er ist jetzt halt die Second In-Form ist. Vielleicht dreht er ja noch mehr durch. Ich meine, er hat so viele krasse Zaubertore gemacht damals. Wisst ihr was? Ich teste den im nächsten Spiel. Einfach so, weil es jetzt gerade um nichts geht, ist ja scheißegal. Also hier in der Liga A habe ich ja gerade nichts rauszufinden. Ich weiß, dass Traxler gut funktioniert. Ich würde Traxler behalten. Und deswegen teste ich jetzt mal Budebu. Ich muss mal seine Werte angucken, aber er bekommt dann wahrscheinlich auch einfach Maestro, also Schuss, Dribbling, Pass. Wobei er echt schon geiles Dribbling und geilen Pass hat, ne? Naja, wir schauen mal. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und ich gehe mal davon aus, dass die nächste Aufnahme da mit meinem neuen Controller stattfinden wird, wo es dann hoffentlich wieder keine Wackelkontakte mehr gibt. Da fällt mir gerade ein, da kann ich ja den Controller, der Wackelkontakt hat, quasi als absoluten Notcontroller behalten. Wenn dann doch mal der andere richtig ausfällt, kann ich den ja immer noch anschließen. Ging ja gerade auch ohne Probleme. Ja, dann brauche ich keinen zweiten. Egal, macht's gut, tschö, tschö.